Imran Bunjaku, ein packendes Spiel, endet leider mit einer Niederlage. Nach zweimaliger Führung und am Schluss die Zehnte müssen kämpfen. Wie war das Spiel für dich als Spieler gewesen, oder für euch als Spieler? Ja, das erste Mal vor so einer Kulisse spielen war sicher schön. Wir sind sehr gut ins Spiel hineingekommen. Wir haben, glaube ich, nach 4 Minuten schon das 1-0 geschossen. Und ja, wir haben die ersten 2 Goal sind einfach zu einfach gefallen. Und ja, jetzt müssen wir das genau analysieren und weitermachen. Du hast die Kulisse angesprochen. Wie ist es als Spieler? Also, kann man das wahrnehmen oder aufnehmen in dem Moment des Matches? Ja, ist sicher schön. Wenn es stimmig ist, 7500 Zuschauer, glaube ich. Und so sollte es eigentlich immer sein. Viele Emotionen. Und ja, mit einem glücklichen Sieg gewinnen. Hast du die hektische Schlussphase erlebt mit Platzverweis und Unterbruch und all dem? Wie bleibt man in dem Moment ruhig? Ja, man versucht ruhig zu bleiben. Also, wir haben die rote Karte bekommen. Dort schaut man eigentlich, dass man das 2-2 hebt. Und ja, wenn man das dritte Goal anschaut, ist relativ auch glücklich gewesen. Und ja, das vierte müssen wir gar nicht mehr genau anschauen, weil wir sind hier in der Vorwärtsbewegung versuchen, noch das 3-3 zu machen. Und ja, am Schluss haben wir unverdient verloren, meiner Meinung nach. Ich sehe ich gleich, aber es geht weiter. Die Meisterschaft ist noch lang. Was nehmen wir mit von heute? Die Leistung. Also ich würde sagen, wir haben 90 Minuten gekämpft, wir haben guten Fußball gezeigt, wir sind die besser spielerische Mannschaft gewesen. Und jetzt schauen wir, dass wir die restlichen 10 Spiele erfolgreich gestalten. Danke vielmals. IT-Partner Schweiz, IT-Partner Aargau. Vertrauen Sie dem Pionier. ProCloud AG. Steff Keller, ein packendes Spiel geht leider verloren. Wie fair ist das Schlussresultat schlussendlich in deinen Augen? Ja, fair oder unfair, das ist nicht. Das ist kein Attribut, das es im Fußball im Zusammenhang mit Resultat gibt. Es ist ein unglückliches Resultat auf allen Bereichen. Zwei Vorsprünge. Ich denke, die erste Halbzeit war ganz klar für uns. Die zweite Halbzeit kann auf beide Seiten, das ist klar. Von dem her, ja, es ist eine 4-2-Niederlage, wo ich denke, wir trotz Unterzahl nicht unbedingt verdient hätten. Du sprichst es an, den Unterschied von der ersten und der zweiten Halbzeit, wo siehst du die Gründe dafür? Ja, ich denke, wir haben viel Aufwand betrieben, haben aber den Gegner immer weniger in Verlegenheit können bringen, haben in gewissen Momenten gespielt, wo Raum hinter dem Gegner war. Wir haben in gewissen Momenten lang gespielt, wo Raum vor der Abwehr war. Sicher Sachen, die wir werden auch nochmal gut anschauen, nochmal gut analysieren. Und dann geht es weiter. Definitiv, es geht weiter. Was nehmen wir von heute mit? Ja, ich denke, die Jungs haben vor einer grossen Kulisse gespielt und haben einen guten Match gemacht. Am Schluss verlieren wir das Spiel auch bei der 88. Minute. Es sind die 10. zu dem Moment. Also, das war nicht einfach gewesen. Und trotzdem, auf geht's, weiter geht's. Also, Meisterschaft ist noch lang, das haben wir immer gewusst. Und wir haben schon ähnliche Situationen überstanden und werden auch die meistern. Danke vielmals.